Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich etwas vorbereitet, denn Tesla hat ein neues Auto vorgestellt, den Tesla Modell Y. Das Ganze wurde jetzt vor 4 Tagen vorgestellt im Auto. Es soll ein Kompakt-SUV sein, der 2020 dann endlich auf den Markt kommt. Zur Reichweite 300 Meilen sind angegeben, was in etwa 485 Kilometern entsprechen würde. Da ist immer die Frage, wie sparsam man denn mit dem Auto unterwegs ist. Das Ganze sprintet von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden als SUV. Das knallt schon echt gut. Muss man auf jeden Fall zugeben an dieser Stelle. Aber ist ja auch nicht vergleichbar mit Verbrennermotoren. Definitiv nicht. Ja, es ist ein Allrad und ich würde mal sagen, wir schauen uns dann einfach mal das Video an. Welcome to the Tesla Design Studio. I hope you guys all have a really great time tonight. So in terms of where we are today, we've got obviously the S3 and the X. We've made, I think, 550,000 vehicles. 12 months from now, we will have made about 1 million vehicles. It's pretty wild to think that 11 years ago today, we had made literally one car. And a year from now, we will have made 1 million. There's a missing car. It starts with a Y, ends with a Y, and that's Y in the middle. Bring out the Model Y. Also jetzt fährt das Modell Y vor und ihr seht auch schon, wie das Ganze aussieht. The Model Y. Yeah. So, like the three. Also hier an dieser Stelle sei gesagt, so mein Geschmack trifft es nicht. Ohne Nieren sieht ein Auto sowieso irgendwie ein wenig komisch aus. Und ja, wie ihr seht, alle applaudieren und feiern den Tesla. Ich feiere ihn überhaupt gar nicht. So, like the three, it will be extremely safe. So that you may know that the Model 3 has the lowest probability of injury of any car ever tested by the US government. The Model Y, we expect, will have a similar result. 5 stars in every category. With the battery pack alone low in the floor, it's going to have a very low center of gravity. So this will, it has the functionality of an SUV, but it will ride like a sports car. Also es soll so komfortabel und nützlich wie ein SUV sein, aber dennoch fahren wie ein Sportwagen. Kann man nur abwarten. Vielleicht hat es ja Tesla geschafft, so etwas auf den Markt zu bringen. This thing will be really tight in corners. Und er soll sehr gut in Kurven liegen. I expect it will be the safest mid-size SUV in the world by far. It's also going to be have incredible performance. So we expect to have is 3.5 seconds 0 to 60. Ja, 3.5 Sekunden auf 100. Good. It's testing out at a 0.23 drag coefficient, which is extremely good for an SUV. And in terms of range, fair amount. Ja, also 300 Meilen Reichweite. Wie gesagt, das sind 485 Kilometer. Yeah. So it's gonna have a panoramic glass roof. It like really feels like just like the Model 3. If you're in the car, it just feels like you can see the sky. Also das hier ist echt ein Siebensitzer. Und ja, von innen sieht das Ganze schon echt futuristisch aus. An sich von innen gefällt es mir. Nach und nach wird man sich sowieso hier an die Zukunft gewöhnen. Das Ganze ist nur jetzt neu für alle und die Umstellung von Benzin auf Elektro etc. pp. Aber hier der Innenraum gefällt mir doch schon sehr gut. Hi. Seat 7, 66 cubic feet, obviously autopilot and you know all that. As I've said publicly, we expect to be feature complete with self-driving. Bei Tesla feiere ich sowieso in der Mittelkonsole die großen, ja, wie soll man das nennen? Ein iPad ist schon gar nicht mehr. Ist schon fast ein Fernseher mit Touchscreen. Ja, Mercedes hat ja das Widescreen-Cockpit in ihren Autos mittlerweile und Tesla immer so einen, ja, so einen halben Fernseher da verbaut. Finde ich schon geil. Driving sometime later this year, and then as we prove out the safety with billions of miles of kilometers, we will from out. Also Tacho hat es mittlerweile auch nicht mehr. Es wird alles direkt dort in dem Fernseher angezeigt. Standpoint feel it's like safe enough to not pay attention and then get the regulatory approval sometime thereafter. But the cool thing is feature complete. Like it'll be able to do basically anything by the end of this year. Just with software upgrades.
which is pretty cool. Also hier jetzt von der Seite gesehen, geht das Auto in Ordnung, aber die Front gefällt mir überhaupt gar nicht. Da hätten sie sich schon etwas Schöneres aussuchen einfallen lassen können. The basically long range one we expect to be about $47,000, and then sometime in 2021 we'll have the sort of standard version, which will be have a $39,000 price point. Now the 7 seats are optional. Also hier habt ihr gerade die Preise gesehen. Der Performance wurde jetzt vorgestellt. Hier 0 auf 100, 3,5 Sekunden. Fängt an bei $60,000. Kommt 2020 raus. Ja, hier gibt es natürlich dann auch noch andere Varianten. Die Dual-Motor Allrad-Variante ist hier mit 4,8 Sekunden auf 100 angegeben. Und dann gibt es noch den mit 5,5 und 5,9. Der dann erst 2021 erscheint. Gut, hier die Reichweite der ersten drei ist in etwa bei allen gleich, so in etwa 300 Meilen. Aber hier die Standardvariante mit 230 Meilen enttäuscht dann doch schon, finde ich. Ja, Höchstgeschwindigkeit, ja, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240, ist bei den meisten Benzinemotoren sowieso bei 250 abgeriegelt. An sich geht das Ganze in Ordnung. Mehrkosten tut es auch nicht als als ein ganz normaler Verbrenner. Ich würde mal sagen, warten wir mal ab und schauen wir mal, wie sich das Ganze auf dem Markt entwickeln wird. No. So there you have the sexy presentation. Thank you all for coming. We are bringing sexy back. Also ihr habt es gehört, das war die sexy presentation. Wie gesagt, ich bin kein Tesla-Profi. Ich wollte euch nur das Auto mal vorstellen. Der neue Tesla Y. Wie gesagt, optisch gefällt er mir jetzt nicht so, das Interieur gefällt mir aber doch umso besser. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal und folgt mir auf Instagram. Peace.